be round. Round a champion, a champion. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Wir haben es mittlerweile kurz vor 12:30, meine ich. Mott und ich sind jetzt gerade auf dem Weg zum Spielplatz. Ein bisschen frische Luft schnappen, bevor es nachher zum Mittagsschlaf geht und zum Mittagessen. Wir haben heute um 9:30 gefrühstückt. Ralf hat heute Männerbesuch gehabt zum Frühstück, denn die drei sind losgedüst nach Bremen. Denn er löst heute quasi sein erstes Weihnachtsgeschenk ein, nämlich die Karte Dortmund gegen Bremen. Und das war schon sehr lustig. Wir sind seit ungefähr 7:30 hoch. Die Nacht war für mich irgendwie Katastrophe. Ich habe keine Luft gekriegt. Diese Nacht waren beide Nasenlöcher dicht und ich hasse das ja wie die Pest, ne? Also wenn ich keine Luft durch die Nase kriege, könnte ich... Oh, es macht mich wahnsinnig. Es macht mich wahnsinnig. Auf jeden Fall, Hayley hat auch ganz viel gehustet und ganz oft aufgeschrien, aber die kriegt unten ihre beiden Zähne. Das habe ich gesehen, als ich ihr Mundgel aufgetragen habe. Aber ansonsten hat sie wirklich gut geschlafen, ist auch gut drauf. Und ich habe aber gedacht, ich muss jetzt mal raus. Dieses nur zu Hause sitzen, wenn man krank ist und so in den Tag hinein leben und halt immer das Gleiche. Man kann sich eben nicht aufraffen und nur sauber machen. Oh nee, Leute, keinen Bock. Und deswegen habe ich gedacht, komm, die sind jetzt los. Ich habe so ein bisschen Grundschliff reingemacht, die Küche sah eben aus. Puh. Gott sei Dank habt ihr das nicht gesehen. Da habe ich jetzt wieder Struktur reingebracht. Erst habe ich gedacht, nö, komm, lass heute mal alles beiseite, alles so, wie es ist. Aber dann kann ich mich irgendwie nicht... Ja, ich habe dann irgendwie so eine innere Unruhe, weil mich das dann doch wurmt, so wie gestern mit dem Kleiderschrank. Das hätte ich niemals bis heute so stehen lassen können. Ich musste es machen. Ja, gehen wir auf den Spielplatz, ne, mein Schatz. Und deswegen habe ich das eben gemacht, für meinen inneren Frieden quasi. Oh, unser Regencape. Den nehmen wir mal mit, ne? Besser ist. Ja, Mama, schnall dich ab. Wir gehen jetzt spielen, ne? Und dann liest man ja jetzt ganz stark in den Medien, dass diese Sophie La Giraffe so voll mit Schimmel sein sollen. Und das ist natürlich was, was gar nicht geht. Die erste Variante damals war ja total krebserregende Stoffe. Jetzt ist es so, dass da alles abgammelt drin. Und jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich die nachher wirklich mal aufschneide, um mich dann danach zu ekeln und zu denken, was für eine Schweinerei, oder mich zu ärgern, um zu denken, na tolle Wurst, jetzt hast du eine aufgeschnittene 20 Euro La Giraffe. Mama macht, warte. Komm her. 3, 2, 1. Was hast denn du mit deinem Hirsekringel gemacht, mein Hase? Aber jetzt wird hier erstmal gespielt. Motto freut sich schon. Sind wir auf dem Spielplatz, Engel? Oh nein, das ist alles nass. Ih, scheiße. Und ich habe kein Tuch mit. Was machen wir denn jetzt? Warte mal. Oh nein, das ist natürlich ätzend. Gestern habe ich noch dran gedacht und die anderen Tage. Warte mal, Mama muss das einmal sauber machen. Ich weiß nur noch nicht wie. Taschentücher. Ansonsten liegt heute nicht viel an, so wie auch die anderen Tage nicht. Ich fühle mich immer noch total krank und schlapp und ich habe wirklich eigentlich zu gar nichts Lust. Ich habe mir zwar heute ein Gesicht gemalt, also wirklich ganz, ganz wenig, sogar nur Concealer, Wimperntusche und ein bisschen Rouge. Ich glaube, einige Frauen unter euch werden das kennen. Man kann mega krank sein, aber wenn man sich ein bisschen schminkt, hat man wirklich das Gefühl, man ist quasi wieder gesund. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, was los? Ansonsten möchte ich heute das Brot backen und ich möchte unbedingt meine Seife umlagern. Ich liebe normale Handseife, so wie früher. Am liebsten habe ich ja die von Dove mit diesem Gurkengeruch. Ist alles nass, ne? Aber ich finde es so eklig, man kann die wirklich 5-mal am Tag diesen Behälter sauber machen, weil das immer so sipsch und glitscht. Und meine Schwester hat mir mal vor Wochen ein Video geschickt, wie man das Ganze umlagern kann, diese Seife. Und man hat dann nicht mehr diesen Dreck. Das würde ich gerne nachher noch machen.
und eben das Brot backen und ansonsten einfach den Tag überstehen, weil alles fällt mir schwer. Es ist alles anstrengend, ne? Am liebsten würde man sich nur ins Bett legen, einmuckeln und gesund schlafen. Aber mit Kind kann man das nicht mehr, ne Schatzi? Du? Hayley hat auch vorhin schon ein bisschen Hustensaft gekriegt. Boings. Ist das nass? Zeig mal. Muss Mama das auch erst sauber machen? Nö, das ist nicht nass. Willst du rauf? Warte. Und 3, 2, 1. Warte. Hoppala. Super. Klasse. Ja, das ist noch ein Hopperhü, ne? Schatz, du bist vor einer Sekunde rauf. Aua. Aua. Du kannst doch nicht schon wieder runter. Du musst doch erstmal kurz aushoppehühn. Das ist auch so eine neue Macke von Hayley, ne? Sobald sie irgendwie ein bisschen Dreck oder ein bisschen Joghurt oder irgendwas an der Hand hat, macht sie immer so. Sie erstarrt quasi und dann muss das immer sauber gemacht werden, ne? Was ist los? Was ist los hier? Wow, klasse, Hopperhühe. Wuhu! Din, 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 din. Super machst du das, Schatz. Klasse. Stolz bin ich. Da ist noch eins, ja. Aber hier macht es doch auch Spaß. Super, klasse. Ja, da macht jemand seinen Garten, ne? Super. Wow. Hayley hat's drauf. Kommst du da schon mit deinem Fuß ran? So? Nee, bist noch ein bisschen zu schmal, ne? Ja, da ist ein Wauwau. Und sie hat mega Panik vor Hunden zurzeit. Ja, ein Wauwau, mein Schatz. Seit wann hast du denn Angst vor dem Wauwau? Ja, jetzt geht er weg und jetzt bist du wieder lieb, ne? Du bist mir auch eine Pupsnudel. Ja, komm, gehen wir hin. Du bist so ein Klettermax, ne? Vorsicht, mein Schatz. Schön festhalten bei Mama. Nicht alleine, ne? Ist das toll auf dem Spielplatz, mein Schatz? Nur das Wetter ist nicht so schön dafür, ne? Freuen wir uns wieder, wenn es ein bisschen wärmer wird? Ja. Wenigstens kein Regen, ne? Hase? Ja, 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 ja. Langsam. Und pops. Super. Mama. Ja. Mama. Ja. Ma. Ja. Wir sind vom Spielplatz wieder zurück. Hayley hat auch schon Mittag gegessen und das sehr, sehr gut sogar. Und die macht jetzt gleich Mittagsschlaf. Und ich habe extra jetzt schon mit einem Teil vom Brotbacken angefangen, nämlich 600 Gramm Weizenkörner zu mahlen. Da das im Tim Thermo sehr, sehr laut ist, habe ich gedacht, mache ich das lieber jetzt. Sollte sie akut müde werden, weil sonst sitzt sie nämlich wieder senkrecht im Bettchen. Und das ist natürlich wieder hervorragend geworden. Ich liebe meinen Tim Thermo über alles. Und so macht das halt richtig viel Spaß. Jetzt habe ich den Brotteig komplett durchgeknetet. Jetzt muss er 30 Minuten gehen. Ich schreibe euch das auf jeden Fall unten, wer Interesse hat, nochmal in die Infobox. Denn ich habe es selber vorher noch nicht gemacht. Also ich kann euch nicht sagen, wie es schmeckt, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt sind ungefähr 30, 40 Minuten vergangen. Hayley schläft jetzt. Oh, krass. Und der Teig ist schön hochgekommen. Jetzt muss ich ihn aber noch mal eine Minute lang kneten und dann auf eine Arbeitsfläche mit Mehl zu so einem Brotleibform. So. War krass. Das sieht gut aus. Hoppala. Und den muss ich jetzt, Alter, ist das schwer, auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben. Ich habe das hier schon vorbereitet. Und als kleinen Tipp, ich habe immer so Schwierigkeiten mit dem Backpapier. Ich befeuchte immer das Backblech so ein bisschen. Diesmal habe ich ein bisschen viel gemacht aus Versehen. Und dann klebt das immer viel besser. Und dann hat man nicht immer, dass das so verrutscht. Wisst ihr, was ich meine? Also, ein kleiner Haushaltstipp. So, und ich versuche jetzt irgendwie nochmal die Arbeitsfläche ein bisschen mit weniger Mehl auszuarbeiten, weil ich glaube, ich habe hier ein bisschen dezent übertrieben. Aber das sieht echt schon gut aus.
jetzt ausbackt, werde ich weiter den Vlog schneiden, der heute Abend online gehen soll. Und wir haben es schon 16:30. So sieht es hier an meinem Arbeitsplatz quasi aus. Ich habe mir eben natürlich ein Latte Macchiato gemacht, dann meine heißgeliebten Hallorenkugeln. Und ja, das habe ich jetzt schon gefuttert und ich werde jetzt noch eine essen. So, so lecker. Und ja, Motte schläft jetzt seit 14:30, also 2 Stunden. Ich musste nur einmal ganz kurz rein, aber soll sie schlafen. Papa ist ja eh heute nicht da, dann können wir lieber einen schönen Mädelsabend machen. Kann sie ein bisschen länger heute mal ausnahmsweise aufbleiben. Und Ralf hat sich eben auch schon gemeldet. Dem geht's gut, die haben Spaß. Und ich werde jetzt hier mal Gas geben, dass das schön pünktlich online kommt. Fertig. Und wenn ihr wissen wollt, ob das Brot, ich habe es jetzt gerade aus dem Ofen geholt, deswegen ist es noch ein bisschen heiß. Wenn ihr wissen wollt, ob es gut ist, dann muss es sich hohl anklingen. Und das tut es. Das heißt, es kann jetzt schön heiß abkühlen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das schmeckt. Ich werde euch das Rezept auf jeden Fall in die Infobox packen. Ich weiß nicht, ob ich es heute schon probiere oder eher morgen mit Ralf. Aber ich glaube, ich kann das nicht abwarten. Mal gucken. Das ist auch wieder so typisch, ne? Motte ist gerade aus ihrem, warte mal, Mittagsschlaf auferstanden. Die kleine Stinkemaus hat wirklich von 14.30 Uhr bis jetzt vor 2 Minuten Haja gemacht, also bis 17:30. Ja. Was ist denn da? Was entdeckst du da schon wieder? Den nehmen wir mal gleich weg. Diesen Stift willst du immer haben. Und ich habe wirklich vor, ich gucke jetzt gerade mal, ich glaube 5 Minuten oder so, gepostet bei Twitter. Unser Kind schläft seit 14.30 Uhr immer noch. Okay, das wird ein langer restlicher Abend. Da braucht wohl jemand ziemlich viel Energie. Vor 7 Minuten habe ich das gepostet. Hier könnt ihr es sehen. Ich hoffe, er fokussiert. Da steht 7 Minuten. Und ich zeige euch mal einmal die Uhrzeit. 17.35 Uhr. Also ich habe es geschrieben. Das ist ein Holztisch, meine süße Maus. Eine Couch. Aber bitte nicht mit dem Stift auf die Couch. Gib mal bitte her den Stift, mein Schatz. Danke. Machen wir lieber schnell zu, ne? So. Wollen wir uns einmal an die Rutschsocken anziehen und Windel wechseln? Na, ist ja gar kein Bock drauf, du kleiner Schmetterling, ne? Gerade mal 10 Minuten wach und macht schon wieder nur Quatsch. Aber das bedeutet, sie wird gesund. Und das ist das Schönste, beziehungsweise ihr geht es gut. Denn wenn sie immer richtig doll krank ist oder wenn es ihr nicht gut geht, dann ist sie richtig gnatschig und quietschig und nörgelig, ne? Und jetzt merkt man, ist sie richtig ausgeschlafen und tippitoppi. Gut drauf. Auf jeden Fall aufgrund dessen, dass sie jetzt echt so lange geschlafen hat. Das ist Mamas Handy, mein Schatz. Das lassen wir mal lieber. wird das mit Sicherheit ein sehr, sehr langer Restabend. Aber heute stört mich das gar nicht so, weil Papa Ralf wird, wenn er vom Fußball nach Hause kommt, sich hier umziehen oder bei einem Kumpel. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch nach Hause kommt. Und dann wird der mit Arbeitskollegen auf Switch gehen. Und ich hoffe, er wird nicht zu dolle machen, weil dann hat er morgen Hängerchen. Und gerade der Sonntag, ne, ist der heilige Familientag. Aber eigentlich, wenn er gut ausgeschlafen hat, immer, dann ist er trotzdem immer gut drauf und fit. Ne? Braucht dann noch ein Mittagsschläfchen, aber wer kennt es nicht? Na, Bandito? Wie sie sich freut. Was hast du da schon wieder, du süßer Zwerg? Zeig mal, Mama. Dankeschön. Ja, klasse. Party People. Machen wir uns das heute schön, Schatz? Ist heute Wochenende. Machen wir heute Halligalli hier. Ich werde jetzt erstmal in die Küche da ein bisschen aufräumen und was essen. Ich habe mir jetzt gerade mein Mittag-Abendessen aufgefüllt. Die Oma hat nämlich heute Gulasch gekocht und hatte mich gefragt, ob ich auch was essen möchte. Und irgendwie war das genau das Richtige heute, worauf ich so Appetit habe. Schön würzig. Ich könnte mich in Gulasch echt reinlegen. Ich liebe das. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer von euch auch Gulasch gerne isst. Ich habe sogar das Rezept dazu auf meinem Kanal. Ich glaube, unter Leckerschmecker Gulasch müsstet ihr mal suchen, wer Interesse hat. Und ich lasse es mir auf jeden Fall jetzt schmecken, weil jetzt habe ich echt richtig Kohldampf. Und dazu ein Fencheltee. Okay, es ist gerade tatsächlich passiert. Ich dachte... Ja. Und du freust dich?
Ich dachte wirklich, es passiert erst im späteren Alter. Aber während ich hier gerade ganz genüsslich das leckere Essen von Omi verputze, Omi an dieser Stelle, mega gut geworden, von der Würze und allem, das, was ich schmecken kann, ist es wirklich lecker geworden. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal ganz kurz was. 3, 2, 1. Gott sei Dank ist das ein Bleistift und nicht der Edding, der hier liegt. Das werde ich nachher schön wegradieren, aber ist natürlich Scheibenkleister, ne? Sie hat natürlich dann auch gleich von mir eine Ohrfeige bekommen und ich habe sie noch kurz an die Autobatterie geschlossen, damit sie weiß, was hier Sache ist. Nein, ich bin echt froh, dass das nur der Bleistift gewesen ist. Das sind dann halt immer diese Minuten, wo man als Mama denkt, okay, dann spiel kurz mit dem Bleistift mal auf dem Papier, was ich ihr auch extra auf den Tisch gelegt habe, damit ich einmal mal ganz kurz essen kann, weil wenn ich sie jetzt in den Stuhl setze, sie hat jetzt keinen Hunger, ich habe es gerade probiert, die hat vorhin so reingehauen, dann wird sie zur Tyrannin und dann habe ich auch keine Ruhe. Also lasse ich sie lieber hier jetzt rumwatscheln, ja. Und das ist dann das Ergebnis, ne? Das sind Mama-Probleme, sage ich euch. Aber wer kennt es nicht? So, meine Lieben, wir sind frisch geduscht in unserer Pyjama-Party. Danke. Tracht. Haben uns jetzt hier noch ein kleines Schleckerschmäuschen gemacht. Hayley aber auch, ne? Super, mit dem vollen Mund spricht man nicht. So viel zu so einem Thema. Auf jeden Fall, oh Gott. Mama kann gar nicht so schnell kauen, mein Schatz. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend. Entschuldigung, Hayley ist schuld. Hayley aber auch essen, ne? Genau, nebenbei läuft Deutschland sucht den Superstar. Ralf war eben auch schon da, hat sich geduscht, umgezogen und ist jetzt, wow, und ist jetzt zu seiner Firmenfeier gefahren. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Kommt gut in die neue Woche, weil ihr seht den Vlog ja Sonntagabend sozusagen. Wir werden jetzt einfach den Abend ausklingen lassen. Da Hayley ja bis 5:30 geschlafen hat, denke ich, wird es noch ein Weilchen dauern. Wir haben es jetzt 9:15. Normalerweise ist das schon ihre Schlafenszeit. Aber gut, es ist Wochenende, das ist eine Ausnahme und mein Gott, morgen geht es dann wieder geregelter ins Bett. Ich freue mich irgendwie, bin ich nicht so alleine jetzt und werden jetzt hier ein bisschen spielen. Ich habe hier schon ihr Spielzeug aus dem Kinderzimmer einquartiert, das liegt hier überall, nebenbei läuft DSDS. Oh nein, das ist auch Hayleys neue Lieblingsbeschäftigung, alles vom Teller runterschmeißen, das hat sie noch nicht so ganz verstanden. Macht es gut und bis morgen. Muah. Tschüss! Sagst du auch Tschüss? Ganz viele schreiben mir auch immer und deswegen liebe ich eure Kommentare.